Alter. Oh, guck mal, die Flasche. Alter, die hat auch die Nonne in sich. Katzenpuschel wirft dir Käse zu. Käse ist super. Jeder braucht Käse. Wir haben einmal die große plus ihre drei Kleintöchter. Also, ne, sie ist die große und die sind halt normal groß, so wie die andere. Also, es müssten jetzt noch drei sein zu diesem Zeitpunkt. Schon wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einen da unten erwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Ich war nach ihr sehen. Sie war nur Haut und Knochen und hat an einem Rattenkadaver genagt. Ich vermute, ich bin die Nächste. Ich tapp ständig raus. So, besser. Okay, habe ich leider nicht. Schade. Oh, was haben wir da? Oh, Hundis! Hab ich nicht gemacht. Rückstoßkompensator. Geil. Okay, das Schloss ließe sich leicht knacken. Oh, wir sind hinter der Haupthalle. Aber ich, oh, guck mal, Dietrich! Speisezimmer, da brauchen wir irgendeinen Schlüssel. Wollen wir die aufmachen? Komm, wir machen die auf. Bitte nichts Spannendes machen. Nein, wir doch nicht. Engelsstatue aus Holz. Schatz bestimmt, oder? Ja. Okay. Mehr hatten wir hier nicht. Sind wir im Speisezimmer? Nee, da brauche ich irgendeinen Schlüssel. Kann aber auch noch nicht genau sagen, was für ein Schlüssel. Und nichts weiter. Schließ schon mal auf. Ne, okay. Bevor wir die Statue da unten reinstellen, weil ich keine Lust habe, dass gleich das nächste kommt, machen wir zuerst das hier. Hofschlüssel. Ey. Keine Ahnung, wo wir den überall einsetzen können, aber ey. Drüben kamen wir ja auch nicht rein, ne? Warte, T? Ne, da war auch noch zu. Okay. Dann würde ich sagen, setzen wir die erste Statue rein, oder? Die Frage ist halt. Nee, kann ich nicht. Aber was haben wir denn da? Ah, das kann ich verkaufen. Danke, dass du da warst, Yannick. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Hat der eine bessere Qualität als die Dietriche? Das wäre schön. Okay, also hier kann ich den Torso nicht einsetzen. Hofschlüssel.
Reisezimmer, naja, den hab ich ja, ne? Da kann ich den da einsetzen. Nee, aber von da komme ich ja gerade. Kann ja nicht sein. Soll ich dich rumführen? Ah! Ah, okay, hier bin ich jetzt. Hier kommt sie nicht lang. Aber sie muss hier lang. Also, sie muss vorm Fenster sein. Ich kann sie anscheinend ja nur töten. Ja, oder ich mach so. Die ist jetzt noch drin, oder was? Also hier. Ist sie noch hier? Puppi ist nicht mehr da. Ja, gut. Innenhof. Im Innenhof sind auch noch mal zwei Türen. Dann gehen wir halt erstmal raus. Hier scheinen wir ja ein bisschen sicherer zu sein, weil sie draußen nicht mögen. Anscheinend. Genau da haben wir einmal eine Tür. Was brauchen wir bei dieser Tür? Ja, wir haben natürlich keinen Hofschlüssel mehr. Super. Dafür brauchen wir. Gucken, was brauchen wir dafür? Lady Dimitrescus Schlüssel. Okay, ich glaube, da können wir dann also erst rein, wenn wir große Puppi getötet haben. Hat sie nicht mitbekommen. Hat große Puppi nicht mitbekommen. Oder zumindest war sie es. Das könnte gut sein, auf jeden Fall. Okay, Chemikalien, sehr schön. Ich bräuchte allerdings auch mehr Kraut. Auch mehr Kraut. Aber das hat sie nicht mitbekommen, dass ich reingekommen bin. Ah, nee, sah gerade so aus. Okay, jetzt bin ich irgendwo. Einfach kaputt machen. Ich bin sauer. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Nee, Bann. Gleich Bann. Das. Was soll diese? Ethan ist tot seit 3 Jahren. Selbst wenn es nicht stimmt. Geh weg, Alter. So. Okay, haben wir nicht. Und die war auch sauer eben, ja. Also alles, was heute gespoilert wird, wird eiskalt einfach weggebannt. Ist mir scheißegal. Warte, halt. Karte vom Ha. Okay. Jetzt habe ich eine volle Karte. Ah, okay. Dann machen wir jetzt erstmal ein paar Fenster kaputt. Ah! Ist das sauer!
Nee, warte, 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 warte. Hier, ne? Ja. Kommst doch bestimmt gleich aus dem Blut geschritten, oder? Okay, oder auch nicht. Tja, es ist, ach. Echt ein Fremdwort, ja. Ah! Oh Gott, das war nur der Kerzenständer. Kerzenständer. Da noch eine Tür, aber hier komme ich nicht rein. Hä? Was ist denn das für ein Zimmer? Ach, in ihre Gemächer. Warte, ist da hinten auch noch eine Tür? Mackie und Angriff der Monsterkerze. Ja, ist so. Nee, okay. Hier ist dicht. Hi Dark Mutti, Hallöchen! Tja, hier komme ich erstmal nicht weiter. Die Tür ist auch zu. Ich werde jetzt einfach jedes fucking Fenster, was ich finde, zerstören. Man kann all in, aber nur, wenn du unter 1 Milliarde Puschel hast. Weil ich kann leider im Chatbot nicht über 999.999 Puschel gehen. Ich hab nichts. Ich hab... Never mind! Dankeschön für den Raid. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Wie war euer Stream? Hallöchen. Ja, der Innenhof. Aber hier komme ich ja auch nicht weiter. Also hier... Ich glaube, im Innenhof bin ich erstmal sicher. Zumindestens vor den Puppies. Jetzt müssten wir mal ganz kurz schauen. Ihr Engelsbüsten. Da hinten ging es runter in die Zellen. Da war das Verkostungsdings. Aber im Weinkeller war ich doch auch schon, oder nicht? Bin ich nicht von hier gekommen? Hi, Mammutpaste! Haben ein bisschen fast wo gespielt. Fast Level 600. Ey, Glückwunsch. Hi, Holy. Hi, Manny. Oh, ja, wir verzweifeln hier schon so halb. So ein bisschen. Ich weiß gerade nicht so genau, wo ich lang muss. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo komme ich da hin. Ach so, ja, nee, stimmt. Das waren die Zellen. Ah, deswegen ist es rot, ne? Schmiedeeiserner Schlüssel. Ein zweites Untergeschoss haben wir nicht. Das OG1. Halle der Verzückung? Ah, da brauche ich auch Lady Dimitrescus Schlüssel. Okay. Wir sind da. Wir gehen mal ganz kurz zurückspeichern. Und den Geist ausfindig gemacht plus Geisterfoto. Reicht als Taschenlampenersatz. Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen mal zum Kaufmann und gucken mal, was wir tun können. Vielleicht kriegen wir ja irgendwas. Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Willkommen. Dächer. Den habe ich auch zu Hause.
Für Flinte erhöht die Feuerrate beträchtlich. Eine interessante Wahl. Einfach erstmal Muni kaufen. Ja. Okay. Haben wir hier Herstellung Flintenmunition? Ja. Will ich haben. Scharfschützenmuni und Minen. Brauche ich erstmal nicht. What are you buying? Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Bisschen Speedleveling gemacht. Nice. Oh, den guten Hunger, Manu. Viel Spaß beim Lurken. Ja, gut, das ist mir alles hier noch ein bisschen... Ich könnte halt die Feuerrate, ne? Aber... Nachladegeschwindigkeit, naja. Gut, Nachladegeschwindigkeit, alles schön und gut. Ich könnte natürlich auch Magazingröße nehmen, aber erstmal nicht. Was hätten wir denn? Hier, Schätze. Ich weiß nicht, ob ich das einfach so verkaufen darf. Ich lasse es erstmal noch. Wir haben uns erstmal was Schönen gekauft. Tag. Oh, guck mal. Norstains Labyrinth. Norstain, ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Dort schuf er 4 Kugellabyrinthe. Das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweiligen speziell gefertigten Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von Norstains 4 geliebten Frauen handeln soll. Die Labyrinthe sind ihre Gräber. Ach, das hier oder was? Das heißt, wir brauchen 4 so eine Dinger, glaube ich, für die Büsten? Würde Sinn ergeben, auf jeden Fall. War das fieser Fettsack? Nein, das ist netter Fettsack. Das ist... Der ist lieb und nett. Okay, wir haben Dinge gekauft. Na? Labyrinth. Ja. Lady Dimitrescus Gemächer finden. Im Prinzip haben wir sie ja schon gefunden. Ein Hoch. Badehaus. Badehausstatuen. Was? Hätte ich was mit den Statuen machen müssen? Okay. Dann gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal zum Badehaus. Das wusste ich nicht. Vielleicht kommen wir dann ja doch irgendwie zu Lady Dimitrescus Gemächern.